So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Meine Augen sind am Drehen, ich bin schon wieder fertig mit der Welt und total müde. Was passt da am besten als ein Energy Drink? Nicht von meinem Sponsor Holy Energy, weil ich nämlich gar keinen Sponsor habe, aber von der, jetzt muss ich mal ganz stark überlegen, wer das schon wieder ist. Das ist hier die, steht nicht mal drauf, das ist nicht die Katja Krasavitz, das ist die Schiri, den David, vom David, den, der Schiri, so. Koffeingehalt, genau. Wir haben schon mal diese Dirty-Sachen probiert, da gab es diverse Teesorten, ich glaube 3 Stück, dann gab es die Zero-Sorten von dem Tee, dann gab es Cocktailsorten mit Alkohol in kleinen bauchigen Dosen und jetzt habe ich gesehen, gibt es Tee mit Energy von Dirty, also von der Shirin David, David irgendwas, wieso heißen die eigentlich alle Witz mit Namen? Krasavitz und Davids und Hardy Davidson und ja, das sind 2 Sorten, mehr gibt's wahrscheinlich nicht. Tee mit Energy und ich finde das Design der Dosen aber irgendwie ziemlich öde. Gefällt mir irgendwie gar nicht. Während normal das Dirty mit dem Super Dirty Logo und der Schrift ja noch getrumpft hat, plus dem farbigen, bunten Hintergrund, dem femininen, aber trotzdem frischen und lockeren Hintergrund, habt ihr jetzt einfach hier nur so eine billige Metalldose, was aussieht wie gar nichts. Und da habt ihr diesen Schriftzug drauf. Gefühlt wäre das für einen Energy Zero als Design doch richtig gut gelungen, aber für einen Tee mit Energy, weiß ich nicht, sieht das halt so nach nichts aus. Also spricht mich nicht wirklich an, ob euch das gefällt, könnt ihr ja mal reinschreiben. Das sind die 2 Dosen, um die es geht, die wir dann fürs Thumbnail jetzt kurz reinhalten, kurz innekehren. Ganz typisch auch wieder hier der Vergewaltigungsdeckel, der ist ja immer interessant, der verhindert nämlich, dass ihr vergewaltigt werdet, weil ihr ja, wenn ihr irgendwo seid, ne, und geht das überhaupt, ja, macht eure Dose auf, blöd wie ihr seid, lasst ihr die Dose natürlich mitten im Club, im vollbesetzten Club stehen, ich weiß gar nicht, wieso ihr sowieso mit dieser Dose in den Nachtclub rein könnt, kontrollieren die nicht immer die Taschen und sagen, nichts mit reinnehmen, weil die wollen ja drin Getränke verkaufen. Wenn ihr es schafft, eure Dose in den Nachtclub zu schmuggeln und lasst die dann aber drin stehen, offen, an einem Tresen, während ihr auf die Toilette geht und jemand sich einen Scherz erlaubt und euch da K.O.-Tropfen reinmacht und ihr wiederkommt und umfallt, ne, damit das nicht passiert, ist dieser Deckel da, weil den könnt ihr hier so drauf machen und dann könnt ihr 2 Stunden aufs Klo gehen. Und ist ja nicht so, dass jemand das auch so kurz anheben kann, was reinmachen und wieder draufsetzen. Und wenn ihr dann kommt, fühlt ihr euch total sicher, sodass ihr gar nicht mehr kontrolliert, ob da was reingemacht worden ist oder nicht. Ihr schüttet es euch einfach in die Platte und das war's dann. Gleichzeitig verhindert es natürlich auch, dass Bienen da reinkommen, nachts im Club. Nicht, dass die ganzen Bienen, die nachts im Club immer rumschwirren, bei euch in das Getränk reingehen. Und ihr denkt jetzt, ich laber Mist, aber nein, das wurde wirklich, glaube ich, mal so gesagt, dass das im Sommer verhindern soll, dass da die Bienen reingehen und hat den zusätzlichen super Nebeneffekt, dass es jetzt kaputt ist. Toll, jetzt habe ich einmal dran gedreht und jetzt ist es kaputt gegangen. So, wenn die Dose so aussieht, kauft die nicht, dann seid ihr nicht mehr geschützt im Leben. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das wurde aber wirklich gesagt gegen Bienen und der Nebeneffekt eben, dass euch keiner was ins Getränk machen kann durch die Folie, die da drauf ist. Die machen das doch nicht, wenn ihr da sitzt vor euren Augen. Wenn ihr euer Getränk stehen lasst, dann kann doch trotzdem der das abnehmen, da rein und wieder, das ist egal. So, wir wollen jetzt beide probieren. Das sind hier 2 Sorten. Das ist einmal Dirty Tea and Energy Wet Peach, also feuchter Pfirsich, der tropfte Pfirsich. Das kennen wir ja schon ganz normal. Das gab es nämlich bei den Teesorten. Wir werden das jetzt einfach solo probieren und dann wieder zusammen auf die dicken Bierglas, ihr kennt das ja. Gucken uns hier aber mal die Farbe an, wie das ausschaut. Tee mit Energy, da bin ich mal gespannt. Das eigentlich normal Wet Peach, wie wir es vielleicht so kennen aus der normalen Sorte heraus.
Ist jetzt Taurin drin einfach, damit das jetzt hier brutal Energy sein soll. Erhöhter Koffeingehalt für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Stillende. Ich bin fertig. So, Prost. Schmeckt ein bisschen eigenartig. Schmeckt wie Krümeltee. Total süß. Künstlich. Aber irgendwie auch total sauer und chemisch. Das ist schon eine Mischung aus Pfirsich und Zitrone. So schmeckt das gerade. Und dieses, als hätte jemand irgendwie euer Getränk in der Sonne stehen lassen und das hat jetzt so einen Stich. Ich weiß nicht, diese Kombination von diesem Tee mit Energy, die macht total süchtig, wie ihr es seht. Ich muss mir schon wieder den nächsten einschenken. Ich muss nochmal nachschütten, um zu probieren. Da. Ah. Sieh, das ist so ein richtiges Diabetes-Getränk. Also, wenn du das trinkst, kriegst du Diabetes wahrscheinlich. Das ist so künstlich, das ist irgendwie nicht erfrischend. Das ist nicht lecker, das ist nicht total wow. Sonst, wenn ich Eistee trinke, trinke ich Eistee. Der ist ohne Kohlensäure und ihr habt einfach irgendwie trotzdem so einen fruchtigen Geschmack irgendwo. Aber das ist mit Kohlensäure. Und du hast diese Kombination schon, wenn du da Pfirsich hast und dann mit Kohlensäure und dann... Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es schmeckt auf jeden Fall, es ist überhaupt gar nicht meins. Schmeckt total komisch. Zum Glück habe ich die Dosen nicht geschüttelt vorher, weil ich dachte, ach, das ist ja Tee mit eben Zeug drin. Nein, das ist ein Energy-Drink mit Kohlensäure. Und dann haben sie Tee-Nuancen mit reingepackt. Hier haben wir jetzt Juicy Mango Coconut. Also saftige Mango mit Kokosnuss. Und ich sehe gerade, dass der Adi in dem Beutel da drum mehrt. Vielleicht kommt er auch nicht mehr raus. Ich weiß es nicht. Wollen wir erstmal uns kurz angucken, was der da macht? Adi, Schatz! Adi, Schatz! Alles Gute! Was ist denn los? Was machst du denn da in dem Beutel? Hä? Ist irgendwas gesucht? Irgendwas gefunden? Gibt's irgendwas Neues? Also der wühlt und wühlt und wühlt und jetzt mittlerweile sitzt er hier drin. Na ja, egal. Lass mal da drin. Der weiß schon, was er macht. Wir müssen unseren Tee weiter testen in dieser dunklen, kalten Halloween-Nacht. Es sieht halt wirklich alles alt und abgefuckt aus und irgendwie dunkel und düster und deprimierend. Deswegen trinken wir jetzt Mango Coconut. Coconut freue ich mich ja eigentlich total. Und ich sollte aufhören zu denken, dass das Tee ist und einfach denken, du kriegst einfach einen süßen Energy mit Kohlensäuregeschmack. Riecht schon mal. Ja, komm, wir machen gleich einen zweiten hinterher. Du schmeckst auf jeden Fall eine leichte Kokosnote hinterher. Das ist noch das Beste daran. Aber dieses Mango, das brennt auch irgendwie auf der Zunge und ist so schaumig und mit dieser Kohlensäure, diese Kombination. Ich meine, das Pfirsich war viel, viel schlimmer. Aber auch das, ich kann das nicht genießen. Das ist nichts, wo ich sage, das erfrischt mich total und es ist voll lecker. Das ist einfach nur richtig, als würdest du dir die pure Säure in den Körper schütten und es ist wahrscheinlich aber gesund. Es ist ja mit wenig Kalorien, vielleicht ist es trotzdem gleichzeitig noch Zerro. Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall richtig abartig. Hilft auch nicht die kleine Kokosnote. Also hier auch total mega süß und künstlich und ich habe schon richtig Bauchschmerzen jetzt. Lass es uns hinter uns bringen. Wir putten wieder beide hier in den Beutel rein und probieren es am Ende nochmal gemischt. Ich würde das nicht nochmal kaufen, also ich finde das total ein Schwachsinn. Ich
vielleicht gibt es welche, die das schon probiert haben, bevor ich es probiert habe, die mir ihre Erfahrungen hier reinschreiben können, die mir sagen können, hat das euch geschmeckt, hat das nicht geschmeckt, ja. Ich finde das Design der Dosen ziemlich billig und nicht wirklich ansprechend. Ich finde die Geschmäcker total künstlich und widerlich. Ich finde einfach nur, das passt gar nicht. Dieses Tee mit Kohlensäure, aber dann noch in der Siro, wenig Kalorien-Variante, was einfach alles rausnimmt und total künstlich schmeckt, als hättest du einfach nur Süßstoff gefressen. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich bisher je getrunken habe. Jetzt haben wir hier beide Sachen gemischt. Das ziehen wir uns jetzt rein zum Abschluss. Kauft euch kein Dirty, ja. Kauft weder diese komischen Tee-Energy-Dinger, kauft euch keine Zero-Dinger, kauft euch keine Cocktail-Dinger, kauft euch keine irgendwas. Kauft euch was anderes, mir egal was, aber kauft kein Dirty. Finde ich richtig schlimm. Sowas, muss ich schon sagen. Ja, da stecke ich mein Geld lieber in Pokekreuz. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ganze Schaumige. Oh, dieses. Die ganze Zunge ist pelzig einfach nur. Mit diesem komischen Geschmack. Vielleicht soll ich das Ganze mal probieren. Nee, soll ich nicht. Gut, ciao.